Was bedeutet additive Anrechnung? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Heute möchte ich Ihnen mal ganz kurz darstellen, was eigentlich additive Anrechnung im Sinne des Rentenrechts darstellt. Additive Anrechnung bedeutet eigentlich nichts anderes, dass Entgeltpunkte für Kindererziehungszeiten und Entgeltpunkte für Beitragszeiten eine bestimmte Summe an Entgeltpunkten insgesamt ergeben. Also es heißt also, es findet eine Addition von Entgeltpunkten aus diesen beiden Blöcken statt. Und da möchte ich einfach mal kurz darstellen, anhand eines Beispiels von einer Mutter, die ein Kind 1988 zum Beispiel im Oktober geboren hat und die 1989 arbeiten geht und ihr Kind in der Zeit der Arbeit erzieht. So, und zwar für 12 Monate, und da fangen wir einfach mal an und sagen, dass sie für 12 Monate 12 km, das heißt also Kalendermonate, bekommt sie sogenannte Kindererziehungszeiten, das sind die KETs. Kindererziehungszeiten zuerkannt, und zwar in Höhe von insgesamt 0,9996 Entgeltpunkte. Ja? EP heißt immer Entgeltpunkte. So, parallel dazu bekommt sie als zweites auch wieder für 12 Kalendermonate Beitragszeiten, kürze ich einfach mal ab mit BZ, in Höhe von 1,2533 Entgeltpunkte. Ja, ist ein bisschen eng. So, die Zahl habe ich einfach mal willkürlich gewählt, aber schon so bewusst, dass Ihnen jetzt klar wird, um was es eigentlich geht. Jetzt mache ich hier mal einen Strich drunter und dann summieren wir mal diese beiden Blöcke und kommen auf eine Entgeltpunktezahl von 2,2529 Entgeltpunkte. Jetzt werden Sie sich vielleicht immer fragen, warum immer 4 Stellen hinterm Komma. Im Rentenrecht werden Entgeltpunkte immer mit 4 Stellen hinter dem Komma bewertet. So schreibt es das Gesetz vor. Jetzt haben wir aber ein Problem. Das wäre ja eine tolle Lösung. Das Gesetz sagt uns aber was anderes, und zwar haben wir eine sogenannte Beitragsbemessungsgrenze, die nennt sich BBG, Beitragsbemessungsgrenze für das Jahr 1989, schreibt uns der Gesetzgeber vor, kann ich aber nur maximal 1,8271 Entgeltpunkte verdienen. Mehr geht nicht. Unsere Mutter, die ihr Kind 88 geboren hat, 89 arbeiten geht, hat aber hier insgesamt 2,2529 Entgeltpunkte. Tja, und da sagt die additive Anrechnung, die beiden Werte werden zwar zusammengerechnet, aber die Kindererziehungszeiten, dieser Wert, wird jetzt um diese Differenz gekürzt. Und zwar Kürzung Kindererziehungszeit ist gleich, und zwar um 0,4258 Entgeltpunkte. Also dieser Wert wird um diesen Wert gekürzt, damit man dann auf diesen Maximalwert hier, ich unterstreiche das nochmal, an Entgeltpunkten kommt. Für unsere Mutter bedeutet das letzten Endes, dass sie nur noch maximale Entgeltpunkte für die KETs von 0,5738 EP erhält.
Das ist das Ergebnis der sogenannten additiven Anrechnung. Das heißt also, dieser Wert wird um diesen Wert gekürzt, ergibt diesen Entgeltpunktewert für die Mutter, wenn sie zusammen in den beiden Jahren hier so viele Entgeltpunkte erwirtschaftet. In Euro ausgedrückt bedeutet das, ein Verlust an Rente, und zwar MTL, monatlich Rente, von 14,07 Euro. Das scheint auf den ersten Blick natürlich nicht viel zu sein. Wenn man das aber jetzt mal hochrechnet auf 15 Jahre, wir nehmen mal an, unsere Mutter bekommt mit 65 eine Rente und sie lebt bis 80, dann ergibt das einen Rentenverlust 15 Jahre von ca. 2.500 Euro brutto. Und das ist schon ganz schön erheblich. Und genau aus dem Grund wurde oder wird auch die additive Anrechnung immer wieder in Gerichtsverfahren angegriffen, zuletzt mit vielen BSG-Entscheidungen vom 16. Oktober 2019. Näheres zum Thema additive Anrechnung und Kindererziehungszeiten finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.